Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4. Ja, nach einer sehr nervenaufreibenden Folge gerade eben, in der wir Depleur entführt haben. Und ich hoffe, dass ich nicht wieder von YouTube irgendwas rausschneiden lassen muss. Aber naja, das werde ich noch sehen, nachdem es hochgeladen ist. Jetzt allerdings sehe ich gerade auf der Karte erstmal, dass wir wieder eine neue goldene Fahrt-Kampagnenmission haben. Und zwar hier. Da werden wir doch direkt auch hingehen. Ich denke, die Hurk-Mission kann noch warten. Wir haben Longinus gibt es übrigens auch noch. Das übersieht man leicht hier mit dem Orange. Aber wir werden, also ich denke, die goldene Fahrtmission ist erstmal wichtiger. Da kümmern wir uns jetzt sofort drum. Und wir haben hier auch schon ein kleines, süßes Gefährtchen wieder bereitstehen, mit dem wir jetzt, hallo, was soll das denn? Was soll das denn? Gerade eben hat es funktioniert. So wie vorher schon bei dem Auto, als wir Deploy entführt haben. Diesmal funktioniert es wieder nicht. Deswegen eine Sekunde Geduld, bitte. Das lässt sich schon wieder nicht ausschalten. Was ist da denn los? Ich hab, nein, das wollte ich nicht. Wir müssen ganz kurz schauen. Allgemein. Nein, was mache ich denn eigentlich schon wieder? Tastatur und Maus. Steuerung, hier. Ich hatte doch eigentlich... Eine Sekunde. Es tut mir leid, dass ich jetzt hier wieder unterbrechen muss. Aber das muss ich doch, normalerweise lässt sich das ausschalten. Ich hatte das eigentlich hier. Ja, ist in Fahrzeugen, genau. Wo ist es denn? Scheinwerfer an, aus, Radio, hier, ja. Genau. Warum ist das wieder weg? So, ich hoffe jetzt, das wird gespeichert und wir steigen direkt nochmal ein und testen das Ganze. Und es funktioniert nicht, verdammt nochmal, das ist doch unglaublich. Ja, das ist irgendwie ein bisschen buggy, habe ich so das Gefühl. Deswegen laufen wir jetzt mal, bevor ich wieder 10 Jahre über irgendwas drüber quatschen muss. 700 Meter, ja, wir werden mit Sicherheit irgendwo unterwegs noch ein Auto finden. Oder auch ein paar Hunde, die mich gleich attackieren wollen. Lasst mich bloß in Frieden. Ich habe keine Lust auf Kämpfe. Ich will nur ein Auto finden. Okay, sie haben mich schon entdeckt. Scheiße. Ah, da ist ein... Nein. Das fährt so schnell weg. Da können wir nicht hinterher joggen. Das schafft auch AJ nicht. Tierangriff. Na komm, das nehmen wir gerade mit. Wenn wir schon hier sind. Wieder ein Honigdachs. Wir sollten sie vor einem Honigdachs beschützen. Alter Schwede. Und was kommt? Ein böser Adler wieder. Die Sau. Da ist noch ein Honigdachs. Auf den hab ich jetzt aber keine Lust. Wir joggen weiter. Oh, guck mal, wir haben schon 200 Meter hinter uns gebracht. Das geht ja doch ratzfatz hier eigentlich, ne? Auch wenn das anders geplant war. Hallöchen. Ein einzelner Royal Army Fritze. Tja. Autsch. Ich dachte schon, der überfährt. Au, oh, fuck! Ein Nashorn! Heilige! Fuck! Alter Schwede, lass mich in Ruhe! Fuck! Scheiß die Wand an. Was ist denn hier los? Wo kam das Nashorn denn her? Ich glaube, ich spinne. Zwei. Oh Gott, oh Gott. Es tut mir leid, Freunde, aber ich, oh mein Gott, was ist da denn los? Alter. Ich werde dich umbringen. Stopp, jetzt soll dein Blut fließen. Was ist da denn los? Ich glaube, ich spinne. Achso, das Auto habe ich jetzt geschrottet. Das ist... Oh, halt, halt, diese Zivilisten, ne? Ihr erinnert euch noch an eine... Die letzten Folgen, wo die Zivilisten einfach den Royal Army Typen niedergefahren haben. Ja, das, ich will nicht unter deren Räder kommen. Da habe ich keine Lust drauf. Okay, 250 Meter, da brauchen wir jetzt auch kein Auto mehr. Da heizt einer wie verrückt rum da oben. Okay, ich denke, das schaffen wir auch zu Fuß voll. Oh oh. Die sind auch gut, ne? Er steigt aus.
Und er fährt einfach weiter. Okay, alle tot. Oh, ich hab fast keine Munition mehr, sehe ich gerade. Sowas, sowas, sowas. Vielleicht können wir hier wieder gleich auffüllen. Das wäre zumindest nicht von Nachteil, weil 60 Schuss ist nicht jetzt nicht die Welt, ne? Ah, guck mal, wo wir sind. Das sind die Opiumplantagen, die wir niedergebrannt haben. So, 30 Meter, wir sind da. Dann schauen wir doch mal, was die nächste goldene Fahrtkampagne so zu bieten hat. Hier, da sind wir. Amita. Alles okay? Glaubst du, das wäre einfach? Die erste Frau beim goldenen Pfad zu sein? Die für Veränderung einsteht, während hinter deinem Rücken sich alle das Maul zerreißen, dass du ihr Erbe zerstörst? Ich bin genauso ein Krieger, eine Kürati wie die, aber die sehen nur eine Frau. Du bist ein kluger Mann, sag mir. Bin ich die Richtige für das hier? Sabal, er hat so viele Anhänger und ich frag mich, sind die blind? Oder habe ich etwas übersehen? Unentschlossenheit ist was für Schwache. Okay. Erinnerst du dich an die Teeplantage? Der Mohn wurde zur Verarbeitung in eine alte Ziegelfabrik gebracht. Sabal will sie zerstören. Er ist so verdammt überzeugt von sich. Und du willst sie übernehmen? Ganz genau. Damit können wir für die Zukunft planen, während er in der Vergangenheit lebt. Ich sage ja, er sagt nein. Aber ich hoffe, du wirst die richtige Entscheidung treffen. Ja. Also ich meine, Amita tut mir mittlerweile schon ein bisschen leid, ne? Ich muss wieder wählen. Und diesmal, wisst ihr was? Diesmal wählen wir einfach Amitas Seite. Ich will dich anquatschen. Diesmal wählen wir Amitas Seite. Doch, ich denke, das ist... Ich habe gehofft, dass du das sagst. Du musst Noors Ziegelfabrik übernehmen, ohne sie zu zerstören. Wir werden sie noch brauchen. AJ, pass auf dich auf. Sie wird sehr gut bewacht. Mhm. Das dachte ich mir. Aber wir sind ja auf alles vorbereitet und zack. Chemie für Fortgeschrittene. Okay. Die Ziegelfabrik, die ist ein Stückchen weit weg. Hier ist sie. Dann teleportieren wir uns gerade mal hier rüber. Und begeben uns... Wir waren ja schon mal an der Ziegelfabrik vorbeigekommen. Fällt mir gerade ein. Oh, hier, Munition nachfüllen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Oh, es gibt neue Waffen. Oh, es gibt neue Waffen. Repetierarmbrust. Fett. Okay. Da werden wir uns aber das nächste Mal drum kümmern. Jetzt erstmal werden wir schnell die Ziegelfabrik Fabrik einnehmen. Hahaha. Ich danke dir. Du bist gerade zum richtigen Zeitpunkt gekommen, mein Freund. Danke für den Quad. Für das Quad. Und los geht's. Heizen wir doch mal wieder Querfeld ein. Oh. Ja. Oh, da ins Wasser wollte ich jetzt nicht. Das war knapp. Hier. Alter Schwede. Meine Fahrkünste, die lassen echt immer wieder zu wünschen übrig. Da vorne sind Feinde. Ich fahre mal schön hinter denen her. Ich habe jetzt keine Lust auf Stress. Ich will die Ziegelfabrik einnehmen. Aber die fahren zu langsam. Wobei, komm. Ah, nein! Patz! Ja. Das habt ihr nicht gedacht, ne? So ist das halt, wenn man sich... Nein, stopp, hier lang. So ist das halt, wenn man sich mit mir anlegt, während ich am Fahren bin. Ich hätte ja auch mit was anderem ballern können, aber während der Fahrt leider nur Seitenwaffen. Es tut mir leid, Jungs. So ist das halt. Okay, wir sind da. Hier müssen wir uns wahrscheinlich vorerst mal ausrüsten. Ah, ein Plakat, das nehmen wir natürlich noch mit.
Alles gut, mein Freund, alles gut. Okay, hier, was, Achso, hier gibt es nur ein bisschen Muni, okay, das haben wir ja eh schon aufgefüllt. So, dann flitzen wir dann mal auf den Berg da hoch. Sind wir eigentlich schon bei der Ziegelfabrik angelangt? Ah, ja, wir sind schon da. Sprich mit dem Rebellenführer. Okay. Bist du der Havel da? Das heißt so viel wie Kommandant, ja. Die Fabrik nutzt Generatoren, um die Luft atembar zu machen. Zerstöre sie, dann müssen die Soldaten raus. Was immer du tust, richte möglichst wenig Schaden an. Oh, eins noch. Der Chemiker, der die Anlage leitet. Er gehörte früher zu uns. Amita will, dass er stirbt. Wird getan. Und da vorne sehe ich einen Elefanten. Das ist natürlich, das wäre... Also mit einem Elefanten, denke ich, könnten wir die Dinger ganz gut zerlegen. Okay, wir müssen die Dinger zerstören, dass die Leute raus müssen. Oh. Da vorne ist Alarm. Das Ding will ich zerstören. Scheiße. Okay, den haben wir erwischt. Jetzt kann ich hoffentlich den Alarm abschalten. Oh, oh. Oh, da gibt es drei Alarme. Scheiße. Egal. Wisst ihr was? Wir schnappen uns einfach den Elefanten und reiten alles nieder. Ach, verdammt. Hier, ich habe einen Generator vergessen. Da war ja hier einer. Oh, wow, 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 wow. Scheiße, scheiße. Schnell mal eine Spritze reinjagen. Mindestens ein Generator muss intakt bleiben, okay. Hallo, Elefant. Da kommt wieder was, da kommt wieder was. Oh nein, Fackel mein... Scheiße. Okay. Die nächsten hier. Schnell mal runter, den Alarm hier ausschalten. AJ, ich kann die Generatoren sehen. Ach, bringt gar nichts. Nein! Scheiße, wir nehmen mal besser den Granatwerfer. Okay. Ah, verdammt, noch mehr. Wir rennen hier wieder durch wie so ein Kranker. Okay, ein Generator muss intakt bleiben, das heißt... Also ein Generator haben... Ich weiß nicht, was... Ach so, wir sollen sie nur abschalten. Jetzt? Okay, ich bin ja auch bescheuert, ne? Okay, wir haben ihn abgeschalten. Das war's. Der Rauch wird sie raustreiben. Geh da rein und töte den Chemiker. Ja, wird getan. Oh, oh. Okay, die kennen alle schon meinen Namen. Die wissen, vor wem sie sich fürchten müssen. Hallo? Stirb endlich. Oh, oh, was? Oh, fuck! Alter Schwede, was geht denn hier? Oh, 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 was ist hier los? Gibt's hier eine Atemschutzmaske oder sowas? Scheiße, ich bewege mich total lahm. Okay, jetzt geht's wieder. Also ich befürchte gerade, wir werden hier nicht allzu lange überleben hier drin. Also
Also wir bewegen uns. Alter, was ist hier los? Okay, ich bin wohl. Bin wohl leicht unter Drogen. Was ist da denn los? Ich fühle mich gerade. Ich fühle mich gerade wie bei einer Mission von Yogi und Reggie. Ich weiß nicht, wo ich den Chemiker finden soll. Ich hoffe, wir finden ihn schnell. Oh, da ist er. Patz. Ja, du und deine Hypothese, ne? Das war's, mein Freund. Hört mal gut zu. Was steht da denn? Eine Theorie ist eine Vorher. Wie? Aber nein. Okay. Verdammt, was ist denn hier los? Das ist ein wenig seltsam. Es ist das Gas. Ja, es ist das Gas. Seht ihr den Bug links oben? Ricky Mick, net etüt. Was soll ich hier tun, verdammt? Ach, jetzt habe ich ihn getötet. Hey, wir brauchten den Chemiker lebend, verdammt. Ich sollte ihn doch töten. Es ist Zeit, alles zu zerstören. Es ist an der Zeit, Badras Aufstieg zu den Göttern mit einem Donner einzuläuten. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wir legen gerade den Sprengstoff. Komm da raus, solange du noch kannst. Was ist hier los? Oh mein Gott, was ist denn hier los? Was zum Geier ist denn hier los? Oh mein Gott, der wechselt dauernd die Waffen. Was zum Teufel ist hier los? Alter Schwede. Ich fühle mich wieder leicht unter Drogen gesetzt. Scheiße, wo muss ich hin? Hallo? Das ist total kranker Scheiß hier wieder. Okay, hier geht's raus. Puh, Gott sei Dank. Aber die wollen das Ding doch jetzt nicht wirklich in die Luft sprengen, nachdem Amita das unbedingt... Okay. Wir haben es geschafft. Amita? AJ, was ist los? Hast du die Fabrik gesichert? Ist der Chemiker tot? Ja. Ja, es ist nur... Der Maskierte sich bewegt. Ich glaube, ich halluziniere. Das ist der Rauch, aber das wird wieder. Ich kann dir nicht genug danken. Wegen dir hat Kyra sowas wie eine Zukunft. Würde Sabal nicht immer nur zurückblicken, könnte auch er es sehen. Okay. Wir haben also das Richtige getan. Auch wenn wir gerade halluziniert haben und was anderes gedacht haben. Willis. Hier gibt es jetzt eine Mission für Willis. Wer war Willis? Ich weiß es schon wieder nicht. Okay. Das heißt, Willis können wir ja mal in der nächsten Folge kennenlernen. Für diese Folge haben wir eine Mission wieder geschafft. Und zwar diesmal für Amita. Ich hoffe, sie ist uns jetzt nicht mehr so sauer. So böse. Und wir kriegen keinen Anschiss mehr von ihr. Ja, das soll es aber für diese Folge gewesen sein, meine Freunde. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dahin, tschüss.